Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir befinden uns jetzt hier im Teil 2 von Wie male ich eine Bulldogge? Und das ist Fenja von Bannerheims Glory. Nochmal herzlichen Dank, dass ich das tolle Motiv verwenden kann. Und bevor ihr euch das Video anschaut, schaut auf jeden Fall noch den ersten Teil an, denn das hier schließt natürlich nahtlos dran an und ansonsten kommt ihr nicht so richtig mit. Deswegen auf jeden Fall erstmal den ersten Teil anschauen. Und hier sind wir nämlich jetzt schon dabei, dass ich die ganz dunklen Bereiche male. Und zwar fange ich diesmal wirklich auch sehr dunkel an, nämlich direkt mit Schwarz. Und werde jetzt auch gleich die Ohren, also den Innenbereich der Ohren schwarz malen und auch die schwarzen Bereiche um die Augen herum noch weiter verstärken. Und dann schauen wir erstmal, wie das Ganze aussieht. Wichtig ist zwischendrin die Farbe immer wieder trocknen lassen. Das mache ich jetzt auch. Das habe ich auch zweimal gemacht, als ich das Bild hier jetzt gemalt habe. Also denkt da bitte zwischendrin dran, weil sonst verlaufen euch die Farben die ganze Zeit und ihr könnt die einzelnen Bereiche dann nicht mehr so genau definieren. Deswegen ist es ganz wichtig, es wirklich einmal komplett durchtrocknen zu lassen. Das dauert meistens so 10 Minuten. So, jetzt fangen wir an, die Augenränder schwarz zu malen. Die sind bei der Fenja ja wirklich fast schwarz. Wenn ihr euch unsicher seid, dann fangt ihr bitte erstmal mit einem Grau an. Also ihr nehmt das Schwarz und verdünnt das mit Wasser. Vielleicht macht ihr da sogar schon ein bisschen Weiß mit rein. Und anstatt wie ich jetzt hier eben gleich mit Schwarz, fangt ihr erstmal mit dem Grau an, mischt dann wieder ein bisschen Schwarz bei, so dass ihr praktisch eine Nuance dunkler habt und fangt dann an, das nach und nach so aufzubauen. Das geht auch. Das ist wesentlich sicherer, also eine sicherere Variante, als wenn ihr jetzt gleich so richtig mit Schwarz anfangt. Weil das Schwarz ist natürlich dann schwierig zu übermalen, wenn das einmal trocken ist. Das trocknet zwar heller wieder auf, trotzdem wird es halt wahrscheinlich sehr dunkel sein und es ist schwierig, da dann noch große Akzente zu setzen. Deswegen seid gerade mit den dunklen Farben am Anfang, solange ihr das lernt und noch ein bisschen unsicher seid, einfach dann ein bisschen vorsichtiger und fangt lieber immer eine Nuance heller an. So, ich lege jetzt erstmal die ganzen Bereiche, also das Maul, dann um die Nase rum, um die Augen rum und in den Ohren. Mache ich das jetzt erstmal alles dunkler. Und dann starten wir jetzt mit dem dunklen Rotbraun. Da mache ich das jetzt gerne so, das ist jetzt was ich für mich entdeckt habe, dass ich die Farbe nur so ein bisschen verdünne. Dann einfach so wie hier mit dem Pinsel in die Bereiche reingehe und das erstmal nur grob reinmale. Jetzt wasche ich den Pinsel praktisch aus und fang an, die Farben zu verblenden und zieh die jetzt nach unten, so dass diese harten Kanten, die da entstanden sind, verschwinden. Und dadurch, dass ich das jetzt mit dem nassen Pinsel vermale, bekomme ich, umso weiter ich von dem Bereich, mit dem ich zuerst mit dem Pinsel war, umso weiter ich das jetzt nach außen oder in eine andere Richtung verstreiche, umso heller wird die Farbe. Also habe ich automatisch einen Farbverlauf. Und den kann ich natürlich jetzt für mein Bild nutzen. Da müsst ihr nämlich gar nicht so lange überlegen, sondern dann ergibt sich der Verlauf, also während du malst, ergibt sich das dann praktisch ganz von selbst. Wichtig ist, immer wieder mit dem Originalfoto vergleichen und die Bereiche, die ziemlich hell sind, die spart ihr gleich von Anfang an aus. Da malt ihr gar nicht großartig rein. Ich habe jetzt gesehen, es gibt so eine, das nennt sich Maskier,
Medium Maskierflüssigkeit, das ist eine Art Gummi. Die kann man über die Stellen praktisch drüber geben, die weiß bleiben sollen. Und wenn das dann getrocknet ist, nachdem man fertig gemalt hat, dann kann man die abziehen. Und dann sind die Bereiche eben weiß. Ich werde mir das jetzt mal bestellen und mal ausprobieren. Vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit. Das seht ihr dann in einem der anderen Videos. Falls ich das für gut befinden sollte für mich jetzt. Es gibt auch in der Aquarellmalerei natürlich jede Menge Hilfsmittel. Da am besten einfach mal so ein bisschen durcharbeiten und gucken, okay, was macht denn jetzt Sinn und was macht jetzt nicht wirklich Sinn für mich. So, dann mische ich mir dieses Orange-Rot-Braun. Mische ich mir jetzt noch mal so ein bisschen an, weil hier doch viele Bereiche noch in der Farbe sind und im Moment ist das alles noch ein bisschen blass und lege jetzt dann diese Bereiche auch wieder fest. Ihr seht, selbst wenn die Farben schon ein bisschen getrocknet sind, wenn ich mit dem nassen Pinsel rübergehe, kann ich die Farben auch dann tatsächlich wieder anmischen und kann die wieder so ein bisschen anlösen. Das funktioniert auch, wenn die Farben komplett durchgetrocknet sind und ihr dann mit dem nassen Pinsel rübergeht, dass ihr die teilweise dann auch wieder anlöst. Also wenn das jetzt nicht gewollt ist, dann ist das nervig. Aber wenn man sowieso den einen oder anderen Bereich noch verblenden möchte oder die Farben noch ein bisschen anpassen möchte, dann ist das mit den Aquarellfarben natürlich toll. Da ist man natürlich auch sehr flexibel und ist nicht so eingeschränkt. Weil zum Beispiel Acryl- oder Ölfarben, da ist überhaupt nichts mehr zu machen. Wenn die einmal trocken sind, dann sind die trocken. So, ganz wichtig, um die Nase rum haben wir so einen rosa Bereich. Sieht man auf dem Foto jetzt ein bisschen schlecht, auf dem Originalfoto. Wenn du näher rangehst, dann wird dir das aber auffallen. Das ist so ein ganz helles rosa oder Hautfarben. Und damit male ich jetzt dann über der Nase. Selbst wenn euch manche Farbnuancen ganz unbedeutend erscheinen, im Gesamtbild und im Empfinden, wenn man nachher das Bild anschaut, nimmt das Auge das unbewusst aber alles wahr. Deswegen setzt ruhig jede Farbe, die ihr in dem Originalbild findet, mischt euch die an und versucht es so farbgetreu wie möglich umzusetzen. Es macht sich wirklich bemerkbar. Also umso realistischer wirkt das Ganze. Selbst wenn ihr nicht mal besonders realistisch malt. Also ich habe jetzt auch nicht den Anspruch, dass das jetzt total realistisch sein muss. Also 1:1 wie das Original. Ich will natürlich, dass man den Hund erkennt. Trotzdem habe ich aber dann meinen eigenen Stil, meine eigene Handschrift, die sich da entwickelt. Und das ist auch ganz wichtig. Weil damit identifiziert ihr euch selber und auch jeder andere wird euch im Laufe der Zeit genau an eurem Stil erkennen können und wird wissen, ach guck mal, genau das hat ja die Anja gemalt. Sieht man natürlich sofort. Und wenn ihr mal so weit seid, das ist natürlich super. Wobei es auch so ist, dass im Laufe der Jahre sich euer Stil immer wieder verändern wird, immer wieder anpassen wird. Auch das ist völlig normal. Das fällt euch aber meistens erst auf, wenn ihr die Bilder sammelt und vergleicht das dann mal. Ne, von, was weiß ich, Jahr 1 bis Jahr 10. Da wird eine ziemliche Entwicklung zu sehen sein, also bei mir auch. Die ersten Bilder waren wirklich so ein Gegensatz zu dem, jetzt so ein bisschen Kindergartenmalerei. Das ist ganz normal am Anfang. Und bis jetzt hat sich das wirklich extrem weiterentwickelt. Und wenn man jetzt noch mal 10 Jahre weiterspulen könnte, dann sieht das Ganze auch schon wieder noch mal ganz anders aus.
So, ich habe dieses Ohr jetzt relativ dunkel gemacht mit Schwarz und gehe jetzt aber mit dem Rotbraun da wieder rein. Und schwäche das Schwarz wieder so ein bisschen ab damit. Ich kann das jetzt schon sagen, es wird noch einen dritten Teil geben, weil das jetzt alles hier in den zweiten Teil überhaupt nicht reinpasst. Mir fehlen noch viele Details und ich werde zwar gleich auch mit dem Acrylmalstift schon anfangen, aber das arbeite ich dann noch weiter aus. Außerdem fehlt noch die Lehne, um die der Hund da herumguckt, weil auf die Originalbild sitzt er in einem Auto. Die müssen wir dann noch malen und dann werde ich auch mit meinem Micron Grafikstift die ganzen Details noch einzeichnen. Und auch dazu muss das Bild jetzt sowieso dann erstmal einmal komplett trocknen. Aber sonst würde ich mir den Grafikstift kaputt machen. Das hält dann die Mine nämlich nicht aus. So, auch hier dann die Farbe einfach mit dem Pinsel wieder in die Bereiche reinziehen, wo ihr sie haben möchtet. Das ist jetzt der gerade erwähnte Acrylmalstift. Ich benutze den von Amsterdam. Den verlinke ich euch aber auch noch wieder unten in der Infobox. Und den gibt es in ganz vielen verschiedenen Stärken. Ich glaube, das hier ist jetzt noch nicht mal der schmalste. Ich meine, dass es den noch mal sogar eine Nummer schmaler gibt. Müsste ich aber mal nachgucken. Es gibt auch weiße Aquarellfarbe, die habe ich auch. Die ist aber niemals so deckend. Deswegen, um jetzt Akzente zu setzen, ist der Acrylmalstift einfach optimal. Ihr seht ja, wie schön hell der ist und der ist jetzt dann auch in 30 Sekunden trocken. Und ich kann Licht und Schatten dadurch immer mehr und immer weiter verstärken. Wenn ich keine harten Kanten möchte, dann verblende ich den einfach mit dem Finger. Die Acrylfarbe ist komplett ungiftig. Da achte ich auch immer drauf. Man kann also problemlos dann mit dem Finger vermalen. So, auch die ganzen Hautfalten fange ich jetzt an mit dem Acrylmalstift so langsam aufzuhellen und auszuarbeiten. Das ging ja nämlich jetzt mit der Aquarellfarbe auch, aber man müsste wirklich zigmal über die Bereiche drüber gehen. Das spare ich mir dann eben, indem ich den Acrylmalstift benutze. Da kommt ihr dann irgendwann dahinter und probiert einfach viele verschiedene Medien aus. Und dann habt ihr im Laufe der Zeit das Material, das ihr immer braucht, mit dem ihr gut zurechtkommt und gute Ergebnisse erzielt. So, ich sage euch dann jetzt schon mal Tschüss. Wir sehen uns dann im Teil 3. Eventuell heute noch, ansonsten dann im Laufe der nächsten Woche. So, tschüss!